Wieder da. Ja, kein Stress, ich bleib hier stehen. Ach, dich haben sie auch hier gelassen. Jo, wir stehen jetzt unten am Del Perro-Pier. Bist du schon auf halber Strecke oder? Alles klar, also brauchst du ungefähr so 5 Minuten noch. Oh, gibt's nicht. Alles klar, wir stehen hier. Bis gleich, jo. Der ist höher, Sankuro. Dann sind wir gleich wieder vollzählig. Gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Ich habe meinen Klappstuhl dabei. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wenn Sie wollen, können Sie sich gerne reinsetzen. Hör auf, mich zu siezen. Mann, das kommt automatisch. Nee, das kommt nicht automatisch. Das Ich ist wechsle mal reines das Wort. formelles Gespinne. Okay, du. Ja, Besser? danke. Ja, ist besser. Okay. Und da hast du mir auch vielleicht mal, wenn es kein Problem ist, mir sogar mal deine Nummer rüber senden. Ja, warum nicht? Schön, dass du da keinen Namen angegeben hast, Namenloser. Ja, ist kaputt. Ich müsste mir nur das Handy holen, aber ich bin zu faul. So. Ich würde mir wohl mal ein neues Handy holen müssen. Ja, wie heißt du es? Movin, aber du wolltest mich ja Blondie nennen. Ja, aber Nachname. Jackson. Das wäre auch ein guter Name gewesen. Blondie Jackson. Ja, macht Sinn. Macht irgendwo Sinn. Ich komme Noch gleich wieder. 25 Minuten. Alles klar. Wieso lachst denn da jetzt, nur weil er nicht pink ist? Kann ich auch Wo nichts hast du dafür, den? weil mir die Tante den nicht gibt. Wo hast du den denn jetzt her? Na, dann kannst du dir hier am Ballonstand holen. Ich will auch einen. Zuckerwatte geht auch. Zuckerwatte geht. Und Popcorn Moment. haben sie auch. Okay. So, oh, das Luftballon, von mir hast du den denn gekauft? Den habe ich mir selber gekauft. Hast du ja selber gekauft. Natürlich, ich kaufe mir alles selber. Okay, cool. Wo kriegt man denn das Ballon Da, schon? du kannst ja überall alles kaufen, wenn du Ah, hingehst. Auch ja. Zuckerwatte und Popcorn zum Essen. Okay, das ist cool. Ja. Okay, also Oma ist auch jetzt da. Mit seinem Badelatschen hast du die immer noch nicht umgezogen. Ja. Ja. Aber weißt du was? Ich habe eine Idee. Was Hier. denn? So sieht es aus, als ob du den brauchst. Oh Mann, ey. Du siehst so aus, als ob du den wirklich brauchst.
Kannst du auch loslassen, dann fliegt er. Dann fliegt er ganz hoch. Lass ihn halt los, dann ist er da oben. Da, fiu. Nee, ich geb den Jackson. Was wird denn das jetzt? Dann hol ich mal was anderes. Jackson, lass den mal los. Versuch Warum? Es. Scheiße. Hast du es gesehen, Melli Welli? Nee, was denn? Und er hat den Luftballon losgelassen. Wir machen hier richtig eine Eigenparty, eine eigene Party. Ja. Oh, was hat's gedonnert? Hat er schon geantwortet, wo er jetzt ist? Ah, ich werde angerufen. Da ist er. Er hat ja gesagt, er kommt, ist jetzt gleich da. Ja? Hallo? Ich brauch da eigentlich kein Feuerwerk zu zünden, gell? Also, die haben das Feuerwerk einfach spontan dabei gehabt im Kofferraum. Keine Ahnung, wo die das her haben sonst. Aber. Ich hab das dabei gehabt. Wo steht denn hier? Wir stehen direkt vorm Eingang von diesem Rummel. Okay, ich glaub ihn. Ja. Oha. Jetzt habe ich keine Beweise mehr dabei. Obwohl, scheiße, ich habe noch ein Pyro-Feuerwerk dabei, scheiße. Oha. Hat er wohl Beweise? Ja, ich hab Feuerwerk dabei, noch eine Megabox. Und eine Pyro. Ich hatte Feuerwerk gekauft. Ich hasse dieses Auto. Das ist ein anderes, oder? Ja, das ist ein anderes. Also wenn ich jetzt jedes Mal ein Feuerwerk zur Begrüßung bekomme, kann ich mir echt dran gewöhnen, gell? Ja. Hab ich gern gemacht. Sag mal, bist du aufs Maul gefallen? Dein Auge ist ein bisschen rot. Vielleicht bin ich gerade eventuell ein bisschen Boot gefahren. Salzwasser, Gisch. Also, Hallo. Der ist ein Fisch in die Fresse. Gisch. Ein Fisch in die Fresse gesprungen. Ein Fisch. Ach so. Ja, muss er richtig aussprechen. Ich stehe am Pyramid. Also, ich weiß nicht, was. Tim Rookie. Ja. Ich weiß seinen Namen gerade noch. Tim Rookie! Wova. Wova heißt. Der Rookie! Alles klar. Ich hab's durchgesetzt. Mit dem stehen wir. Ah, Rookie. Kommst du dazu? Vergessen die einfach meinen Namen. Ich steh am Parkplatz von Del Perro hier. Ach, da kannst du knicken, die werden sie nicht nehmen. Sonst versuchst doch mal, die einfach zu verkaufen oder so. Okay. Da gehst du jetzt, machst du jetzt Klackingbell auf? Ja gut. Ja, wenn du willst, kannst du noch zum Pier dazukommen. So. Oder wir treffen uns also, um 22 Uhr ungefähr. Ihr seid jetzt alle auf so Social Media unterwegs. Ich gehe durch den Rummel. Rummel, ich bin auch dabei. Komm mit, Junge, ich gebe aus. Geh auf meine. Ach so, ja, wenn du möchtest, mach, Bruder, gar kein Ding. Okay, hier kennt man auch was, oder? Sollen wir eine Runde mit einem Fahrgeschäft fahren? Haben die auf? Weiß nicht, kann man probieren. Das sieht cool aus. Na. Hm. Der drauf.
Wer heißt eigentlich der Ruki? Ich hab keine Ahnung. Seit ich einmal Ruki gesagt habe, sagen alle Ruki. Warum? Kannst du das eventuell in Erfahrung bringen? Oh klar, ich kann fragen. Auf Vlog. Wie heißt denn der Ruki jetzt eigentlich? Ich heiße Vova Petrov. Vova Petrov. Vova Petrov. Vova Petrov. Bruder, da ist Vladimir. Vova Petrov heißt du. Ja, genau, genau. Vova Petrov, also. Also du hast einen Bruder, der heißt was wie? Wladimir Petrov. Wladimir Petrov. Ja, kennst du den? Wo arbeitet der? Der arbeitet nicht, der ist ja, hauptsächlich leider, muss ich sagen, kriminell, glaube ich. Ach so, was ist kriminell? Ja. Naja, und du bist deswegen, also das ist irgendwie lustig. Ja, ja, ich bin bei der Polizei. Du musst deinen eigenen Bruder, wenn es blöd läuft, verhaften. Genau, genau. Habe ich schon fast gemacht, aber ja. Aber nur fast. Aber nur fast. Na gut, dann. Aber er dann, war schon ein paar Mal. Ja, dann gehe ich schon mal spazieren. Ja. Ich glaube, da können wir leider nicht mitfahren. Nee, ich krieg's Auge nicht drauf. Ihr. Ich dachte, ihr wollt spazieren? Ja. Boxauto. Nee. Aber hast du mitbekommen? Hast du mitgekriegt? Ja. Gut. Okay. Und auch wegen seinem Bruder. Ja. Hab ich gut gemacht, ne? Ist und bleibst die Beste. Ja, danke. Vielleicht krieg ich jetzt einen Rosen an. Nee, rot. So eine Scheiße. Ach, der Ding hat mich gefragt, was wir machen. Der Rote. Achso. Ja. Hat gesagt, wir sind hier so lange, bis mich jemand anführt. Und dann habe ich Spaß geschrieben, dass wir hier durchlaufen. Wäre es im Dienst was besonderes. Aber da hätte ich ihm schon eine SMS geschrieben. Wen? Aber dann hätte ich ihm schon eine SMS geschrieben. Die sind doch nicht im Dienst. Ja, ich weiß. Oh Gott, was machen die Affen dann da? Boxauto. Ach, Katastrophe. Alle wahnsinnig hier. Ja, immer. Eigentlich irgendwas fahren oder? Nee. Ich hab heute schon mal gekotzt. Es reicht, glaube ich. Einmal ist kein Mal oder wie heißt? Weiß ich nicht. Ich würde dann wieder umdrehen. Wie umdrehen? Also hier gerade wieder umdrehen oder komplett umdrehen oder? Weiß nicht. Also hier können wir umdrehen. Hier können wir umdrehen. Jetzt gut. Jetzt habe ich eine komische Nachricht bekommen. Verstehe ich nicht. Na, wenn dich jemand entführen soll, sag Bescheid. Zwinker-Smiley. Hat Jack geschrieben. Was heißt denn das jetzt? Das ist ein Verehrer. Was heißt denn das jetzt? Wenn du einen Verehrer hast. Quatsch. Oh. Ich hab doch angefangen mit dem Spaß, weil er ja kriminell ist. Das war ein Witz. Ja, ich weiß. Ja, wie? Trotzdem hast du einen Verehrer. Nee, sag das nicht. Doch. Nee. Also du hast Anton, Jake. Ah. Nimm Jake. Was soll denn das jetzt heißen? Ja. Wenn ich ihm jetzt schreibe, es heißt, ich soll dich nehmen, dann geht's ja komplett Banane. Ich kenne den doch auch noch nicht so. Ja, Mann, Melli. Ja, bitte.
Oh. Aua. Was bei dir los? Oh. Ja, die haben mich umgeworfen mit dem Ding. Die fahren ja auch wie die Bekloppten. Ich muss ein Selfie machen. Oh, ich muss noch eine Runde fahren. Komm, fahr ihr mit? Das ist gut. Wo krieg ich hier Geld? Ich hab Geld. Oh, das war cool. Ich hab nicht aufgepasst. Boah, wasch mal. Die Liberty ist ja so doof. Aber ich bin gleich wieder da. Im Kopf. Sie stehen LSPD. Oh. Man kann Nachrichten löschen. Warte. Hä, ich dachte, man kann Nachrichten löschen. Warte. Was machst du? Ich hab geschrieben. Dem entführen und so, oder? Ja. Was hast du? Na, ich hab 3 Punkte. Da wollte ich löschen. Ging nicht. Dann habe ich geschrieben, ich kann meinen besten Freund nicht alleine lassen. Punkt. Beste Ausrede, wenn ich nicht weiß, was ich schreiben soll. Und wehe, du steckst es dem. Das macht ihr klasse, Jungs. Super macht ihr das. Ich war verrückt. Wie im Dienst läuft das hier. Baust du her, du Sau, du. Also ich glaube, wir sollten langsam mal eine Stadt und mein anderes Auto holen. Oder eins von deinen Autos. Das heißt eins von meinem Auto. Mein Auto steht bis morgen früh bei Sky. Meins bis 20 und noch was, ja. Und das war also. War das gut, total, du hast ja noch dein Ding. Ich weiß jetzt bloß nur, in welcher Garage das steht. Das ja, ich glaube, da steht oben bei Sky Dingsbums in der Garage. Nee. Oh, das war lustig. Jetzt noch auf das Teil hier. Ja, mal drauf. Achso, nee, kannst nur du gucken in der App. Ja, warte, ich muss schauen, wie das geht. Die App auch schon mal schneller. Ja, das steht bei denen. Nee, geht hier wieder nicht. Das ist super. Mein Roller steht da unten.
Dein zweiter Auto steht da unten. Ich habe eine Idee, aber die ist vielleicht blöd. Ja, nee, ich kann ja mit dem anderen Auto noch runter. Ich habe ja noch das von Ramon. So, ja, das könnten wir eventuell holen zum Fahren. Mhm. Hat dann irgendwas auf zum Futtern? Futtern? Ich glaube nicht. Ich bin drinne. Nee, heute nicht. Scheiße. Hat wahrscheinlich auch noch nie im Leben gesagt. Was? Abgrad. Hey Leute, ich bin drinne. Ja. Hä, wie? Digga, du musst dir ein Ticket kaufen und dann ganz nach oben also gucken. Weiß ich nicht, also wir können denen spielen. Jetzt viel Spaß wünschen und uns um die Autos kümmern. Ja, also warte. So. Also ich würde mich jetzt verabscheuen hier. Haut ihr ab? Ja, wir müssen, also wir, keiner von uns beiden hat mal ein Auto, weil alle Schrott sind. Wir müssen uns um eine Fahrgelegenheit die nächsten Tage kümmern, bis die Autos wieder fit sind. Soll ich euch kurz fahren? Also ich glaube, wir können auch ein bisschen zu Fuß laufen. Ja, gut, ein bisschen noch. Also wir gehen ja, zu Fuß ein bisschen spazieren. Okay. Ja, war lustig mit euch. Wenn ihr wieder ja, irgendwelche, also wenn ihr wieder Bock habt nach so, also da ist ja wirklich. Also wenn ihr wieder Lust habt auf so eine Action, so eine verrückten Ideen, sagt Bescheid. Ich lasse mir was einfallen. Machen wir. Und denkt auf drüber nach, über einen Ranger, über so eine Stellenausschreibung als Ranger. Ja, machen wir. Stimmt's, Petro? Und macht jo, mal bessere Werbung, sonst bewirbt sich bei euch keiner. Okay. Ach. Doch, ihr braucht. Du kannst bei uns als Ranger anfangen. Ja, aber ich will dann, wenn dann gleich den Posten und alles haben und nicht als ein Rookie sein. Und das macht ihr nicht, also komm, wenn ich ins Geschäft Pech gehabt. Mhm. Dann ich verliere wieder mit dem Deine. Ach, Scheiße. Ja. Also wir machen uns das auf. Wir gehen das zu Fuß in die Stadt rein. Zwischendrin mal in die Läden rein, was kaufen, was schnabulieren. Geht ihr dann heute noch in Dienst? Ja. Oh, ich hoffe, ihr habt, also, wie soll ich sagen? Ich wünsche euch einen ruhigen Dienst. Oh, danke, ja, danke. War auf jeden Fall einen schönen Abend. Ja, war lustig, jederzeit, gerne. War mal was anderes, ja. Auf jeden Fall wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend, Melina. Ja, danke. Immer wieder. Also, falls ihr Bock habt auf verrückte Aktionen, gell? Ihr wisst, wo ihr mich findet, ich habe immer eine Idee. Und wenn es das nächste Mal Fallschirm springen ist, ohne Fallschirm. Tschüss. Ja. Tschüss. Machen wir so. Ich glaube, das verabschiede ich ja noch 10 Stunden. Mein Gott. Ja, renn doch nicht so schnell, sonst muss ich so schreien. Und? Der Wiener und. Können dann noch in irgendeinen Laden zum Futter kaufen oder so. Oh, warte. Hast du nichts mehr, oder? Tschüss. Tschüss. Der muss nämlich auch mal. Er läuft, ich habe ein GPS an seinem Halsband, wie mit den Autos. Ja. Der war hier in der Nähe. Halt auch maximal hässlich an diese Karre. Ja, gut möglich. Der beißt mir in die Hacken, die Sau. Hm? Der hat mir in die Hacken gebissen. Ach, der hat mich doch nur leicht gebissen. Nee, der beißt mir die ganze Zeit. Ich glaube, wenn er beißt, glaub mir, das wird schmecken. Ja, dann zwickt er halt, aber nicht liebevoll. Jetzt knurrt er mich auch noch von hinten an. Mal, ja, hey, kümmere dich mal ein bisschen mehr um mich. Entschuldigung.
Er kann hier laufen, wie er will. Ich hab die GPS an sein Halsband. Und wenn er in der Nähe ist, kann ich schon pfeifen. Aber ich muss die Mütze absetzen. Ganze Zeit so geschwitzt. No. Bis danach müssen wir hier ohne die schon rumlaufen. Hm. Ach, scheiß drauf, oh Gott. Da kommt Musik irgendwo. Die feiern da eine Party. Ja. Ja. Mann, wir können eigentlich da die Straße hoch. Ne, warum dann? Naja, also ich sag mal so. Oh, warte, ich will das posten. Das ist schön so. So ein Untergang. Nicht mit Untergang. Musste ein Foto machen, war gut. Kommen hier auch noch Läden zum Einkaufen oder so? Nur Fahrrad und so. Ach so. Deswegen wollte ich ja eigentlich eins hoch. Weil wir müssen ja eh Richtung Autohaus. Ich weiß nicht, ob ich die Karre im Autohaus stehen habe oder im Park. Weil die sehe ich halt in der App nicht. Oh. Wir können ja auch mit dem Rennschutz fahren. Wo willst du hinfahren? Machen wir mal Park, weil wenn es da nicht ist, ja, warte. Ja nur hier, fahren an die Straße. Gleich, warte einen Moment. So. Hat noch ein Leckerli in der Hose. Oh. Ja. Ohne Mist, ich finde keine Leute. Muss in den Apps gucken. Hier sind einige Spiele oben. Ich habe Ranjit angerufen. Der kommt jetzt. Oh, ich höre es donnern. Meinst du, es regnet? Nee. Meinst du, es regnet bald? Nee. Also. Ich dachte, da stinken. Ja, hab ich doch, aber der braucht manchmal. Muss man einfach ein bisschen warten. Schrei halt ins Telefon, meine Fresse. Also ich hab ihn angerufen. Ich sag's dir so, wie es ist. Komm, dann laufen wir.
Ich glaube, das ist er. Also wir hätten jetzt auch einfach mit dem Taxi fahren können, ne? Ja, ja, ja. Lass ich mal die Mühe ein bisschen schneller kommen, ohne Witz. Oh. So, kennst du nicht irgendjemanden, der uns fahren kann? Ja gut, das wird jetzt ja. Ein etwas längerer Marsch. Ja, aber ich wollte jetzt eigentlich nicht die ganze Nacht laufen. Weißt du? Dann rufen halt, vielleicht fährt sein Bruder auch noch heute. Meinst du? Weiß ich nicht. Ja, aber dann bist du lieb zu ihm. Zum Bruder. Na gut. Na? Also nett sein, sonst haben wir bald gar keinen mehr, der uns fährt. Ach, jetzt will er fahren. Da wollte gerade nicht fahren. Wirklich? Ja. Nein, ich meine gerade die Cops. Ach so, ja, wahrscheinlich, weil er sich Randschutz beschwert hat. Aber sein Bruder macht mit. Da fährt auch in Ordnung. Oder sie hätte Taxi gespielt. Boah, wäre gemein. Ich durfte nicht mitfahren. Also ich an der Ranjits ganze Familie. Hm. Ich habe echt kein Auto mehr, IC. Ich werde für das ganze hier auch irgendwie Sonderrechte bekommen wie Cops. Ohne Witz. Ja, ich war auch dafür. Also nach dem Satz, das also kam jetzt auch nichts mehr, ne? Wie ich geschrieben habe, kann mein besten Freund nicht alleine lassen. Auch dumm ist. Ja, keine Ahnung. Also hat sie sich erledigt. Ich brauche nicht mal drüber nachdenken. Siehst du? Ja, der Satz war einfach. Also. Ja, sag doch, jetzt haben wir da nur noch den Komponenten. Ja, bei dem habe ich sie ja jetzt verschissen. Verschissen nicht, aber deshalb. Ich kann dich doch da auch nicht einfach alleine stehen lassen. Natürlich kannst du das. Nee, kann ich nicht. Macht man nicht so, wenn man Freunde ist. Also bei den Jungs heißt es Bruder vor Luder.
Verstehst du? Habe ich schon eine Zeitschrift gelesen. Mhm. Die war auf dem Klo gelegen, in den öffentlichen. Warum wohl? Weiß ich nicht. Ich habe den Satz aufgeschnappt und dachte mir so... Weil wahrscheinlich nur Scheiße drin gestanden ist. Okay, Trey ist raus oder wie? Keine Ahnung, weil die macht, die hüpft ja von dem zu dem und dem. Der Mindchar ist ja, die hört halt eher auf das Wort, was er sagt, weil wegen bester Freund. Also allerbester Freund und es kommt halt drauf an, in welche Richtung er da so ein bisschen Einfluss hat. Es hört sich komisch an. Aber bei dem Char ist es so, der beste Freund geht halt über alles so. Da ich hoffe, der fährt auch richtig rein. Wo rein? Na, in die Garage. Nein. Wo wolltest du denn hin? Hast du nicht reingefahren? Sag mal. Ja, auf dem Parkplatz halt hier. Sagen doch, dass man hier aussteigt und fertig. Ja, ich weiß aber nicht, wie ich das dem sag. Das ist mein Problem. Na, dann lassen wir uns mal überraschen. Achso, ja, da ist unser hier raus. Perfekt. Der Char ist noch. Da hat er so eine kleine Hintergrundgeschichte. Viel auf die Fresse gefallen mit falschen Freunden quasi, mit falschen Partnern und sowas. Und deswegen versucht die sich halt auch ziemlich, da die ja auch keine Eltern hat oder Geschwister, versucht die sich halt auch viel an ihn zu halten. Natürlich bei der Arbeit. Also müssen wir da hinlaufen. Wäre sinnvoll. Oh, ich hab keinen Bock mehr zu laufen.